Herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von Yamaichi Tech TV. Mein Name ist Dr. Alexander Ramonat und heute erneut bei uns zu Gast ist Matthias Schuster. Hallo Alex. Wir haben uns beim letzten Mal über die grundlegenden Eigenschaften der WISOC-P-Serie unterhalten und wenn Sie das Video verpasst haben, finden Sie das natürlich auf unserem YouTube-Kanal. Heute hast du uns die wasserdichte Version des WISOC-P mitgebracht. Der wasserdichte ist erstmal kein an sich genormter Begriff. Wie definieren wir das jetzt technisch? Die wasserdichte Variante heißt bei uns T-Serie. Wir klassifizieren die mit IP68. Das bedeutet bei uns 1 Meter tief im Wasser untergetaucht für 48 Stunden und die Funktionalität ist immer noch gewährleistet. Und das prüfen wir auch bei uns im Labor, in unserem hauseigenen Labor, regelmäßig ab. Und ganz wichtig, die IP68-Klassifizierung auch noch erfüllt ist nach thermischer, elektrischer und mechanischer Belastung. Wie habt ihr denn das jetzt überhaupt technisch realisiert? Also es stecken in dem Steckverbinder mehrere Dichtpunkte. Zwei davon sind auf der Sockelseite und zwei davon sind in der Steckerseite, da vor allem hinten am Kabelabgang. Ja, und wenn ich das jetzt hier richtig gesehen habe im Video, das geht ja auch gar nicht zulasten der Baugröße, oder? Richtig, ja. Man sieht nur, es ist ein bisschen, die T-Serie ist ein bisschen länger wie die B-Serie. Das ist einfach, das hat was mit den Dichtungen zu tun. Und gerade die Kabelabdichtung ist nicht so einfach. Aber ansonsten durchmessermäßig sind die genau gleich. Ja, Dichtungen sind ja in der Regel auch Verschleißteile. Müssen da unsere Kunden jetzt irgendwelche Abstriche machen bei der Anzahl der Steckzyklen? Nein, auf gar keinen Fall. Auch die T-Serie hat 5000 Steckzyklen. Das ist genauso viel, wie wir auch für die B-Serie garantieren. Das heißt also, wir können wieder alle Kundenanforderungen und Anwendungen bedienen. Genau so ist es. Also Kunden, die sich für die T-Serie entschieden haben, was schätzen die eigentlich denn am meisten daran? Unsere Kunden lieben vor allem unsere einteilige Spannzange. Ich habe die auch hier mal mitgebracht. Das Besondere daran ist, dass eben nur ein Teil gehandelt werden muss. Das ist gleichzeitig die Kabelklemmung und die Abdichtung und ist halt sehr einfach und schnell zu assemblieren und der Kunde kann sich sicher sein, dass er dabei keinen Fehler macht. Okay. Also klingt wirklich gut. Ich habe auch gehört, das System ist patentiert und irgendwie würde ich das jetzt gerne noch mal ein bisschen näher betrachten. Ja, dann lass uns doch mal einfach einen Stecker um die Wette assemblieren. Okay. Genau, wir fangen einfach an. Du nimmst dir ein Kabel, ich nehme ein Kabel und dann bringen wir die Spannzangen über das Kabel drüber. Okay, und das heißt, ja, du nimmst also die Yamaichi-Variante, genau, nicht die andere. Und ja, ich sehe, du holst dir gerade schon einen Kaffee. Ich muss jetzt erstmal, nachdem ich die Spannzange assembliert habe, noch die Dichtung über das Kabel schieben, dabei aufpassen, dass die sich nicht verdreht. Und im nächsten Schritt dann auch noch einen entsprechenden Metallring auf dem Kabel platzieren. Genau. Dann werden die Isolatoren angelötet. Okay, das ist also erstmal nur primär von den individuellen Fähigkeiten abhängig. Genau, ist letztendlich, man muss ja nicht unbedingt löten, man kann auch krimpen und so weiter. Dann werden die Halbschalen um die Isolatoren gelegt und die Kabelschirmung aufgefächert. Ja, jetzt fange ich jetzt schon wieder an, die ganzen Einzelteile sozusagen nach vorne zu schieben, bis zum Punkt, wo die Kabelschirmung rausgeführt ist. Muss wieder gucken, dass sich die Dichtung eben nicht verdreht. Genau. Ja, das geht bei dir halt in meinen Handgriff, okay? Richtig, ich tue mir da recht leicht. So, dann wird jetzt die Schirmung umgelegt und eben zugeschnitten. Ich habe da relativ wenig Stress, weil ich sehr viel Platz habe. Okay, ja, ich muss bei mir jetzt halt aufpassen, dass der Kabelschirm auf jeden Fall nicht in die Dichtung, in den Dichtbereich natürlich reinragt. Und gleichzeitig muss es aber auch lang genug sein, damit ich eine sichere Anbindung an den Metallring habe, um ja, eine saubere Schirmung zu gewährleisten. Ja, richtig. Ja, dann wird eben alles ins Gehäuse reingeschoben, zugeschraubt. Ja, und fertig ist der assemblierte Stecker. Ja. Ja, wenn ich mir jetzt mal den Vergleich hier noch mal so anschaue, habe ich gefühlt auch ein Problem, wenn jetzt mein Kabel nicht so wirklich rund ist oder es einen schlechten Füllgrad hat, komme ich da irgendwelche Schwierigkeiten? Ja, ich denke, du könntest durchaus Schwierigkeiten bekommen. Bei uns ist es ein bisschen anders. Wir haben die Dichtungen voneinander getrennt. Wir haben eine sehr große Dichtung, für den Kabel, die auf dem Kabelmantel abdichtet und dadurch können wir Toleranzen ganz gut ausgleichen. Ich muss natürlich auch wieder darauf aufpassen, dass der Schirm dann nicht irgendwo doch nochmal dazwischen kommt
Und im schlimmsten Fall könnte mir jetzt ja der Kabelmantel noch mal ein Stück zurückrutschen. Da habe ich jetzt auch relativ wenig Platz, oder? Ja, vor allem hast du da wenig Spielraum. Und es ist passiert ganz oft, dass Kabelmäntel gerade auf geschirrten Kabeln rutschen können. Und wenn dir eben hinter deine Dichtung rutscht, dann hast du keinerlei Dichtfunktion mehr. Und das Schlimme ist, dass du es halt auch gar nicht merkst, weil das alles in dem Stecker ja drin ist und du hast ja schon alles zugeschraubt. Das merke ich dann sozusagen erst im Feld, wenn genau. Der Stecker dann zurückkommt. Ja. Okay. Ja gut, aber dann muss ich ja sagen, du warst jetzt ja doch deutlich schneller und effizienter hier unterwegs. Ja, und ich war auch ganz entspannt dabei. Und jetzt musst du dir doch mal vorstellen, wenn man das bei einem großen Stecker macht, ist das schon einfach. Wenn der Stecker noch viel kleiner wird, dann kommen unsere Vorteile noch viel deutlicher zum Vorschein. Ja, das glaube ich dir. Ja, dann danke ich dir ganz herzlich, dass du dir heute die Zeit genommen hast, die T-Serie mal näher vorzustellen. Und Ihnen danke ich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und vor allen Dingen bleiben Sie neugierig.